Also, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen anderes Video. Zwar mache ich heute ein kleines Tipp-Video, Tutorial, wie auch immer. Und zwar in 5 Schritten, wie kann man sich an neue Features rantasten oder wie fährt man genau Features zum ersten Mal, die vielleicht am Anfang etwas gruselig erscheinen. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich zeige das Ganze jetzt hier einfach an diesem Beispiel hier. Eine relativ kleine Wurzelstelle, die man droppen kann, fahren kann. Es gibt verschiedene Weisen, wie man diese Stelle hier fahren kann. Und Schritt 1 ist erstmal, natürlich findet ein Feature, das ihr gerne fahren möchtet. Und dann müsst ihr euch noch sicher sein, dass ihr dieses Feature auch fahren könnt. Also wenn ihr denkt, das ist relativ unmöglich für euch, dann lasst es lieber sein, weil dann funktioniert es meistens nicht. Also ihr müsst ein Feature finden, wo ihr auch sicher seid, dass ihr das fahren könnt, dass ihr mit euren Skills in der Lage seid dazu und dass ihr natürlich euch das dann auch irgendwie traut, weil Unsicherheit ist meistens der Grund dafür, dass man dann sich verletzt, es nicht schafft und so weiter. Genau, Schritt 2 ist jetzt, ihr möchtet euch die Lines angucken, die ihr nehmen könnt oder die Hauptline, die ihr nehmen möchtet. In meinem Fall gibt es jetzt hier 3 unterschiedliche Lines, wie man dieses Feature nehmen kann. Man kann entweder hier links über diesen kleinen Baumstamm hier runter droppen, man kann von ganz oben bis hier runter droppen oder man kann es hier in der Mitte einfach durchrollen. So, jetzt das Ganze nochmal von oben. Hier sind die verschiedenen Lines. Man kann einmal hier in der Mitte einfach gerade runterfahren, man kann hier oben auch abspringen nach da unten rein oder man fährt hier dran vorbei und droppt dann dieses kleine Ding darunter. In meinem Fall werde ich kommen jetzt und das von hier oben darunter rein droppen, weil ich das Feature natürlich auch schon gefahren bin und das für mich die schnellste und einfachste Variante ist. Deswegen werde ich das so machen. Aber wenn man natürlich sich nicht ganz sicher ist, kann man es auch einfach runterrollen. Das ist die einfachste Variante. So, genau, bei dem Punkt der Line Choice möchtet ihr euch natürlich auch noch die Anfahrt angucken. Bei meinem Fall kommt hier eine lange Linkskurve ohne Anlieger, die relativ flach ist. Und dann kommt man gerade auf dieses Feature zu. Das heißt, ich möchte sicherstellen, dass ich bei der Anfahrt schon perfekt angefahren komme und dann hier so gerade relativ mittig auf den Drop drauf komme, dass ich die Line auch perfekt treffe. Weil ich möchte ja nicht hier rechts sein und ich möchte auch nicht hier links eventuell in den Baum reinfahren. Also, nachdem ihr alle Lines gecheckt habt, könnt ihr das Ganze nochmal innerlich in eurem Kopf visualisieren. Geht nochmal alles durch und dann macht ihr einen Run-Up erstmal. So, genau, jetzt machen wir den Run-Up und checken einmal, wie wir von den Lines her drauf kommen würden. Das hat schon perfekt funktioniert. Ich komme perfekt hier gerade drauf, wo ich dann gerade runter droppen möchte. Das heißt, das passt. So, Schritt Nummer 4 ist jetzt, nachdem ihr den Run-Up gemacht habt, möchtet ihr nochmal alles in eurem Kopf durchgehen, mögliche Gefahren, was ihr beachten müsst. In eurem Kopf müsst ihr euch vielleicht vorstellen, wie ihr das Feature fahrt, wie ihr es schafft, weil das hilft meistens, dass ihr es halt auch wirklich dann in Realität schafft. Und dann könnt ihr eigentlich das Feature fahren. Let's go! So, Line mittig, runter und fertig. So, der letzte Schritt, Schritt Nummer 5 ist, nachdem ihr das Feature gefahren seid, möchtet ihr euren Versuch kritisch analysieren. Das heißt, ihr müsstet nochmal überlegen, was ist gerade gut gelaufen, was ist gerade schlecht gelaufen. Und anhand dessen könnt ihr dann euer Fahren verbessern und könnt das Feature nochmal fahren und sauberer fahren und sicherer fahren. So gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn auch möglich, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Das würde mich sehr freuen. Könnt mich gerne wissen lassen, ob ihr solche Videos feiert, ob ich davon mehr bringen soll. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten. Ciao!